was der Begriff Afrodeutsch geleistet hat, dass wir sozusagen einen Namen bekommen haben, mit dem wir uns auch miteinander und auch der Welt gegenüber darstellen können. Ja? Also wenn man jetzt in die Welt geht und sagt, oder ich treffe dich, ja, du heißt Paul, ich sage, ich heiße Katharina. Aber wenn ich sage, ich heiße... einen Namen bekommen haben, mit dem wir uns auch miteinander und auch der Welt gegenüber darstellen können. Ja? Also wenn man jetzt in die Welt geht und sagt, ich treffe dich, ja, du heißt Paul, ich sage, ich heiße Katharina. Aber wenn ich sage, ich heiße... ich heiße ja und weiß gar nicht, wie ich mich nennen soll, dann ist es auch schwierig, überhaupt in Beziehung zu treten. Wir waren zu dritt, dann kam noch eine junge Frau dazu, die hat ihren Namen dann nicht nennen wollen und die sagte, die ist auch in der DDR aufgewachsen, auf dem Land, und die sagte also, sie sei nichts. Und das finde ich so gruselig, also bis heute. Und hatte das Gefühl, sie gehört überhaupt nirgendwo hin. Nicht mal in die Mitte vom Ozean, ja. Und das ist das, was mit Afrodeutschen passieren kann. Ich glaube, für alle afrodeutsche junge Menschen ist es so, dass sobald die anfangen zu denken, sie darüber nachdenken, wer bin ich und wie passe ich da rein, ja. Was ist mein Ort?